Hier zur Erinnerung, wenn ein Blasshuhn hüpft, dann bedeutet das, es ist okay, es ist gut so, es ist abgeschlossen. Wenn es die Federn aufstellt, so wie hier, dann bedeutet das, ich bin bereit. Das hier ist, glaube ich, am zweiten Tag. Meine Freundin hat mir wieder ihre Jungen präsentiert und hat sie gefüttert. Vier haben sie, ne? Vier Junge. Vier Junge. Auf dem Teich, das ist alles von einem Baum. Blütenstaub und so irgendetwas. Und sie gibt hier den Blütenstaub, also den Samen, der sich darin befindet, dem Jungen. Hier ist nichts drin, das Junge hat es bemerkt und hat ihn sein lassen. Natürlich haben wir sie wieder gelobt. Ganz hübscher Junge und ganz toll und super. Und sie war sichtlich stolz. Sie hat sie uns immer wieder präsentiert, die Jungen. Hier sieht man schön, wie es schneit. Das ist alles von einem Baum. Oh je, zwei Tage alt und schon haben sie etwas falsch gemacht. Also die Mutter nimmt sie doch tüchtig am Kopf und schüttelt sie durch, alle vier. Oh, oh je. Sieht brutal aus. Ja, also. Ah, das ist nicht in Ordnung. Unglaublich, was macht sie da? Ich wollte schon eingreifen, aber ich konnte nicht ins Wasser. Und hier haben wir dann bemerkt, was es eigentlich bedeutet hat. Sie hat sie nicht bösartig am Kopf geschüttelt, sondern sie hat ihnen in den Schnabel erbrochen. Sie hat ihnen damit vermutlich ihre Magensäure und Magenbakterien mitgegeben, damit sie alles, das sie ihnen füttert, verdauen können. Und dieser Kleine hier hat Magensäure auf den Kopf bekommen. Und das juckt und beißt natürlich. Hier sind sie am anderen Ufer und da ist irgendetwas aus dem Wasser aufgetaucht. Und sofort war sie zur Stelle, da vorne sieht man es. Und sie ist sehr aufmerksam und behütet ihre Jungen, beschützt sie. Ah, schon wieder etwas. Sie ist sofort zur Stelle. Und das war die Ursache, ein kleines Krickentelein. Voilà, alles gut. Jetzt geht sie sicherheitshalber noch hinten durchs Schilf, um zu sehen, ob da irgendeine Gefahr lauert. Und schon ist der ganze Stress vorbei und es wird sofort wieder gefüttert. Was natürlich nicht fehlen darf, das ist gleich zu Beginn ihrer Lebenszeit muss man ihnen zeigen, wie man sich einfettet. Wenn sie nicht richtig eingefettet sind, dann besteht die Gefahr, dass sie nass werden. Und wenn sie nass werden, können sie auch sinken. Also dann würden sie ertrinken. Und so demonstriert ihre Mutter, wie man sich da richtig einfettet. Hier sehen wir eine Vierflecklibelle.
Leider ist die Aufnahme nicht so toll, sie war so im Gegenlicht. Ja, und das ist keine Makroaufnahme, es ist eine Teleaufnahme. Genau. Sehr selten, wir haben sie nur einmal gesehen. Bei uns ist sie. Also nur in bestimmten Regionen zu finden. Hier sehen wir einen Zipfelkäfer. Der Name ist ein kleiner Warzenkäfer. Er hat irgendetwas gerochen. Es duftet wieder so gut. Jetzt ist er ganz nervös. Schaut sich um. Prüft, aus welcher Richtung der Duft kommt. Und ab die Post. Und das hier ist die Ursache. Die Dame. Er hat sie gefunden und oi, präsentiert ihr sein Hinterteil und sie beißt hinein. Und schon wieder wird offensichtlich etwas kommuniziert. Er präsentiert ihr wieder das Hinterteil. Ui. Voilà. Sie beißt zu. Ob das gut schmeckt. Und dann wird wieder verhandelt. Ah ja. Also. Das hat natürlich System. Der kleine Käfer hat ein Sekret, sondert ein Sekret ab. Und die Dame prüft das und schaut, ob das etwas für eine Paarung ist. Ob das ihrem Geruch oder ihrem Geschmack entspricht. Also wir gehen nach wie vor davon aus, dass sie keine Schmerzen empfinden. Das Ritual sollte circa etwa eine Stunde dauern. Ja, diese zwei hier haben etwa so 30 Minuten verhandelt. Sie sind wirklich sehr klein, sie sind nur etwa 3,5 Millimeter lang. Und weg. Also ihr war das offensichtlich nicht angenehm. Und er ist ganz verwirrt jetzt. Er ist völlig durcheinander. Er sucht sie. Immer wieder rauf und runter, er hat sie gesucht. Hier sehen wir einen Erdhummel. Er hat die Hosen voll. Genau. Sie sind absolute Vegetarier. Und sind wichtige Bestäuber. Ja, und fleißige Sammler. Dass er mit diesem Ballast noch fliegen kann. Hier sehen wir noch eine Sichelwanze. Man sieht es hier nicht so gut, aber sie haben den Namen wegen dem gebogenen Stechrüssel. Ja, und das wär's. Bis später. Bis dann.